Ey, ich brauch hierzu keinen Anlass, verdammt man, ich will einfach nur meckern. Vielleicht über das Kleid meiner Schwester. Seit wann hast du eine Schwester? Okay, scheiße, vergess das, es nimmt mich ein. Ich bin gereizt und will einfach nur meckern. Über peinliche Sänger, über Weihnachtskalender. Die Zeit auf mein Wecker und das zweite Semester. Hä, du studierst doch gar nicht. Okay, scheiße, vergess das auch, ich bin gehässig drauf und will einfach nur meckern. Über Preise beim Metzger oder darüber, dass ich 40 Stunden die Woche schaff, auch ab Mitte des Monats Zweifel statt Geld hab. Darüber, dass paar Freunde meinen, ich soll wegfahren. Vielleicht mach ich einfach eine Reise nach Mekka. Nicht, dass ich nicht ausgelastet wäre. Ich bin öfter gut gelaunt, aber hab dauerhaft Beschwerden. Über dies und jedes Friedenspläne, Knieprobleme, Kinoseele, Spielotheken, Ziegenkäse, Nieselregen. Bei so vielen Themen ist es sehr verlockend zu meckern. Ich merke es doch, will nichts ändern, muss nörgeln, motzen und stänkern. Ist es eher, was ich grad zu tun hab? Oder Ärger, der seit Jahren wuchert, querulant wie Arthas Buna? Ich muss meckern wie unzufriedene Frauen, deren Ehemänner bevorzugen, Bundesliga zu schauen. Und auch wenn es keinen Sinn oder Zweck hat, bin ich wie verbitterte Rentner immer am Meckern. Ich mecker, denn immer geht es den anderen besser. Und sie kriegen den Platz am Fenster. Ich stehe in der S-Bahn, in der ich mich festhalte. Und denk drüber nach, über was ich mich beschweren kann. Ich glaube, ich muss meckern, denn immer geht es den anderen besser. Und sie kriegen den Platz am Fenster. Kann schon sein, dass ich der Ranze mich festhalte. Aber warum, ey, doch deshalb? Die Scheiße ist unfair. Doch du veränderst Dinge nur ungern. Siehst dafür keinen Grund mehr und schiebst die Schuld lieber umher. Yeah, denn es ist leicht unzufrieden zu sein. Deswegen schließt du dich ein und bleibst lieber daheim, wo du deinen Arsch nicht hochkriegst und wirkst nach einer Wahnsinnsdosis fast psychotisch. Erzählst allen, dass du auch nicht weißt, was grad so los ist. Klar ist logisch, wolle ihr idiotisch, egal was ist. Du willst nicht drüber reden und findest keinen Grund dafür, aber 50 dagegen, warum auch? Ich meine, du kannst es ja leisten. Nicht jeder steht morgens auf und kann sagen, alles ist scheiße. Der Job, den du unbedingt wolltest, ist scheiße. Jetzt machst du das, was du willst, jeden Tag, naja meistens. Trotzdem scheiße, scheiß Arbeitszeiten, scheiß Arbeitskollegen und scheiß Scheiße. Und überhaupt, man vergisst den Tellerrand, wenn man sein Leben lang nicht drüber schaut. Aber schon klar, du weißt nicht wohin mit dir, bis frühestens nach dem siebten Bier ansatzweise inspiriert. Merkst du nicht, wie dein Gebabbel an Sinn verliert, denn es wirkt irritiert und du so, als ob du dich selbst imitierst. Meckern heißt selbst limitieren, doch sowas kommt leider zu selten von mir. Ich mecker, denn immer geht es den anderen besser. Und sie kriegen den Platz am Fenster. Ich steh in der S-Bahn, in der ich mich festhalte. Und denk drüber nach, drüber, was ich mich beschweren kann. Ey yo, ich muss meckern, denn immer geht es den anderen besser. Und sie kriegen den Platz am Fenster. Kann schon sein, dass ich daran ziemlich festhalte. Aber warum, ey yo, deshalb.